Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Batman Arkham City. Protokoll 10 tritt in 10 Stunden in Kraft. Oha, wir haben also 10 Stunden Zeit, um den Dr. Strange auszuschalten. Was ist das hier? Kann man... Ne, das ist einfach nur brüchige Wand, oder? Kommen wir da noch hin? Ne, dahinter kommen wir nicht. Jetzt werden wir aber erstmal sehen, dass wir irgendwie den Joker finden. Er versucht abzuhauen. Verhindert es, halte die Tür geschlossen. Ich bin nicht blöd, das mache ich doch. Wir müssen einen anderen Weg rausfinden, okay. Das sollten wir eigentlich hinbekommen. So, hier einmal durch. Hier ist ein Exit. Die geht jetzt auf, okay. Ist er noch da drin? Glaub schon, ich kann da drin jemanden hören. Mann, lass die Tür zu. Ich habe keine Lust auf eine Prügelei mit Batman. Du hast nicht gesagt, dass es Batman ist. Wieso sind wir noch hier? Wir sollten abhauen. Meinst du? Red keinen Unsinn. Wenn wir die Tür zuhalten, kann er nicht raus und wir sind in Sicherheit. Wirklich? Was ist, wenn er einfach hinten rausgeht? Man kann hinten raus? Ja, Two-Face hat's mir gezeigt. Es gibt ein Kellergeschoss, ist voller Zellen. Da unten ist irgendein Kerl. Verdammt, und das fällt dir erst jetzt ein? Okay, wir lassen uns fallen und kümmern uns mal um die Leute. Ach, guck mal, wen haben wir denn da? Was macht Batman hier? Ja, ich bin draußen, du Jungs. Du hattest recht, das ist Batman. Oh, jetzt hat er mich doch noch getroffen. Noch einer? Oh, der lebt noch. Sag doch was. Er ist es. Tötet ihn. Ein 20er Freeflow-Kombo haben wir auf jeden Fall schon mal geschafft. Ich bin mal gespannt, wie viel wir da überhaupt schaffen müssen allgemein. Komm zurück, Feigling. Wo? Stufenanstieg. Ach, guck mal, die da kommt man her. Die Straßen gehören uns, Batman. Glaubst du das? Ja, dann komm mal her. Es ist Batman. Hallo, Freunde. So viel dazu, Jungs. Wir haben wieder ein paar Erfahrungspunkte gekriegt. Jetzt gucken wir uns erstmal den Stufenanstieg an. Was können wir denn überhaupt hier machen? Wir können... Ach, das können wir machen. Neue kugelsichere Panzerung. Können wir uns ansehen. Kugelsichere Panzerung bietet einen um 25% erhöhten Schutz vor durch Feuerwaffen verursachten Schaden. Na, möchte ich an der Stelle noch nicht machen. Was haben wir hier? Bietet einen um 25% erhöhten Schutz vor durch Nahkampfattacken verursachten Schaden. Hm. Schockwellenangriff, was ist das denn? Dieser Ausrüstungsgegenstand speichert die kinetische... Entschuldigung. Speichert die kinetische Energie, die beim Herabstürzen auf den Boden entsteht. Du kannst ihn nach der Landung aktivieren und eine kinetische Schockwelle freisetzen, die alle ungepanzerten Gegner in der unmittelbaren Nähe zu Boden schickt. Das ist sehr nützlich, wenn man in den Straßen von Arkham City plötzlich eine große Anzahl von Schurken gegenübersteht. Hört sich im Grunde ganz gut an. Wir gucken aber trotzdem nochmal oben hier durch. Da können wir nichts. Hier hätten wir noch was Neues, was wir lernen könnten. Für Kampf? Nein, das wollte ich gar nicht. Mein Gott, Jungs. Das ist nur der Batsuit. Achso, guck mal, Gleittritt und sowas kennen wir schon. Ach, dann ist das ja gar nicht so viel, was da freigeschalten werden kann. Ausrüstung gibt es noch nichts Neues. Was haben wir denn da? Spezialkombo. Bettschwarm. Was ist das denn?
A und X. Diese spezielle im Kampf einsetzbare Bewegung ruft einen Schwarm von Fledermäusen herbei, die alle Feinde in der Nähe angreift und orientierungslos macht. Um eine größtmögliche Schadenswirkung zu erzielen, sollte man sich vor dem Angriff inmitten einer Gruppe von Angreifern positionieren. Diese Spezialkombo-Bewegung kann nur dann eingesetzt werden, wenn die Kombinationspunktezahl bei mal 8 oder darüber liegt. Aha. Und was haben wir da? Kritische Treffer. Erfolgreiche kritische Komboschläge belohnen perfektes Timing mit vernichtenden Trefferwirkungen. Ziel ist es, sofort einen Schlag nachzusetzen, wenn die vorherige Bewegung abgeschlossen ist. Aber Vorsicht, wenn du zu früh oder zu oft auf die Taste drückst, kommt es nicht zu einem kritischen Schlag. Erhöhe die Kombinationspunktzahl bei jedem Treffer um mal 2 und ermöglicht es so, die Spezialkombo-Bewegung früher einzusetzen. Das hört sich natürlich sehr gut an. Das ist auch das Einzige, was wir sonst noch so haben. Jäger können wir so nichts mehr machen. Und da Catwoman hätten wir auch noch ganz viel. Aber Catwoman möchte ich jetzt eigentlich noch nicht skillen. Ich würde sagen, wir skillen erstmal den kritischen Treffer. Okay. Kritischen Treffer haben wir verbessert. Finde ich super. Und wir können weiter. Wir müssen da irgendwo hin. Warte mal, wie war das jetzt mit dem... Wie gehen wir nach da oben? Warte mal, was war das denn da? Was ist das? Tiger-Überwachungskamera. Überwacht die Aktivitäten der Gefangenen in Arkham City und zeichnet sie auf. Aha. Da weiß ich aber noch nichts, was ich damit machen kann. Wir müssen weiter in die Richtung. Wir müssen immer dahin, wo das Bettzeichen ist. Natürlich friere ich. Es sind 10 Grad minus und Harley lässt uns hier draußen erfrieren. Verrücktes Luder. Ich wette, die hat es da drin schön warm. Ganz ruhig, Mann. Ich frag ja nur. Wer war die Frau, die verschleppt wurde? Keine Ahnung. Gehört wohl zu den Losern in der Kirche. Das ist nur ein Haufen von Gutmenschen. Hoffentlich tut Joker ihr ordentlich weh. Davon kannst du ausgehen. Er ist schon eine ganze Weile nicht mehr zu Späßen aufgelegt. Glaubst du, das Gerücht ist wahr? Welches? Dass Harley früher mal ein Kerl war? Nein, dass Joker sterben wird. Keine Ahnung, Mann. Ich weiß nur, dass er zuletzt gar nicht gut aussah. Wann war das? Ich habe ihn seit Monaten nicht gesehen. Ich auch nicht. So wie ich das sehe, wird das hier nach dem Ableben von Jay ein Kriegsgebiet. Und wenn es soweit ist, laufe ich zum Pinguin über. Okay, wir haben es uns fast schon gedacht, dem Joker geht es nicht so gut. Finde ich ein bisschen schade, weil der Joker, der ist halt immer ein schöner Gegner gewesen. Das ist ja der bekanntliche Erzfeind von Batman. Und ich würde sagen, wir nehmen mal den Gleitritt. Und es klappt mit der Kombo, das finde ich sehr schön. So, die haben ich bin bei der Kirche. Harley Quinn soll sich darin befinden. Diese furchtbare Frau hat gewiss eine Falle für sie vorbereitet. Keine Sorge, Alfred. Quinn war nie sonderlich klug. Ich schaff das. Oh Mann, er ist es! Er ist es. Irgendwer hat da geschrieben und mich schon wieder gesehen. Traust dich wohl nicht wie ein Mann zu kämpfen, Batman! Halt die Schnauze! Klar. Jeder weiß, dass du dich lieber versteckst! Boah, jetzt reicht's. Jetzt gibt's aus dem Maul. Komm her. So, wenn ich mit meinen Zuschauern rede, hast du die Klappe zu halten und jetzt hältst du die Klappe. Du hattest recht. Was? Das ist Batman. Ach, warte, hör auf. War's das? Oh, da kommt noch einer an. So, habe ich jetzt endlich Ruhe? Dankeschön. Ich wollte nämlich noch was ankündigen. Und zwar hatte ich ja am Ende des letzten Parts... Ja, lauf! Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Wir haben Batman gesichtet. Er ist es! Ja.
Alle tot? Sagte ich's doch, es ist Batman. Ach, jetzt hört doch mal auf hier. Aua. Arsch. Jetzt haben wir sie alle, mein Gott. Die anderen sind erledigt. Mann. So, ich habe ja am Ende des letzten Parts habe ich ja wieder mal zwei Charaktere vorgelesen. Ich werde es jetzt, wie ich schon mal angekündigt habe, am Ende jedes Part zu machen, dass ich zwei Charaktere vorlese. Wen das dann nicht du mehr interessiert. Du bist hier nicht willkommen, Batman. Ach, das ist doch jetzt lächerlich hier. Mann, ich gehe da hoch. Vielleicht habe ich da die Ruhe. Und wen das dann halt nicht mehr interessiert, die Lore und die Geschichte zu den ganzen Charakteren, der kann dann auch am Ende jedes Parts genau ausschalten, denn danach kommt nur noch die Verabschiedung von mir. Und deswegen, ich denke, das ist so die beste Lösung für alle diejenigen von euch, die sich da nicht unbedingt so für interessieren. So, jetzt will ich hier ganz gerne runter. Und jetzt gehen wir in die Kirche hinein. Jetzt bin ich neben der Kirche, wa? Haben wir hier denn auch irgendwas? Gehe bewusst mal in der Sicht hier durch. Oh, was haben wir denn hier? Ein Fragezeichen-Korridor. Jetzt hat sich da oben was geöffnet. Was ist, wenn wir hier gehen? Ha. Was ist denn das da oben? Okay, Moment. Haben wir da nicht ein Gadget für? Die Außenmauer von Arkham City wird von Tigerwachen gesichert. Nähern Sie sich nicht der Mauer. Auf jegliche Zuwiderhandlung wird mit äußerster Härte reagiert. Ach, wir müssen in die Richtung. Moment, haben wir da ein Gadget für? Ist das der vielleicht? Die Batclaw? Nee. Kommen wir denn da weiter? Wahrscheinlich im Moment noch gar nicht, wa? Ne, so wie es ausschaut, können wir hier noch nichts machen. Zumindest wüsste ich jetzt gerade nichts. Wenn ihr da irgendwelche Tipps habt, könnt ihr sie gerne für die Rätsel so mit reinschreiben in die Kommentare. So, wir wollen aber da vorne irgendwo hin. Ich muss sagen, bisher ist es noch ziemlich ungewohnt, dieses Spielgefühl hier von Batman Arkham City, weil, wie gesagt, ich sagte ja schon, ich kenne ja bisher nur den... Geh ran! Mach's nicht! Du weißt, was passiert! So ein Unsinn. Keiner stirbt nur, weil er ans Telefon geht. Das ist Schwachsinn. Es ist wahr. Wenn du abhebst, bist du tot, bevor die Sonne aufgeht. Wer hat das gesagt? Ein Bekannter von mir. Ein Bekannter von dir? Du laberst Müll. Ich tu's. Hat mich gefreut, dich kennenzulernen. Was soll das heißen? Ich meine ja nur, wenn du ans Telefon gehst und diese Stimme hörst, kriegt er dich, hält dich tagelang in einem Käfig gefangen und schneidet Stückchen von dir ab. Er sagt die Wahrheit. Angeblich hat es T-Bone so erwischt. T-Bone hätte ohnehin ins Gras gebissen. Ist vermutlich nur der falschen Person auf die Nerven gegangen. Und diese Person hat ihm dann die Finger abgeschnitten, in den Mund gesteckt und daran ersticken lassen? Schätze schon. Also geh endlich ran. Nö, hab mir's anders überlegt. Feigling. Was, wenn ich ans Telefon gehe? Okay, dann gehen wir halt ans Telefon, liebe Freunde. Sie hätten schon vor Stunden zurück sein sollen. Ich weiß nicht, Sie kennen die Regeln. Es ist Batman! Immer wieder seid hier, bevor es dunkel wird. Vielleicht haben die Leute von Two-Face sie. Verdammt, wieso können die nicht hören? Das ist der einzige Ort, an dem wir sicher sind. Wir bleiben hier und diese Tiere lassen uns in Ruhe. Das sagst du dem Falschen. Ich weiß. Wieso sind sie rausgegangen? Wegen Essen vermutlich. Sie hätten warten sollen. Sie hatten Hunger. Du bist das. Haben die uns gesehen? Ich weiß es nicht. Wir gehen erstmal ans Telefon ran. Gucken, was das ist. Hallo, Batman. Kennst du meine Stimme noch? Victor Zsasz. Höchstpersönlich. Freut mich, dass du dich erinnerst. Ich werde dich nie vergessen. Ich habe mir ein ganz besonderes Spiel ausgedacht, Batman. Nur für dich. Klingeling.
Klingeling. Okay, Victor Zsasz kennen wir ja auch schon aus Arkham Asylum. Der scheint hier auch jetzt in Arkham City zu sein. Ja, aber wir haben, sind sie ja sowieso alle. So, ich will nochmal eben kurz bei den Zweien hier gucken. Was ist denn mit dem? Die verstecken sich hier vor dem Bösen. Bitte, ich habe nichts Böses gemacht. Politischer Gefangener. Bitte, tu mir nicht weh! Wieso sind Sie hier? Strange hat mich eingesperrt. Ich weiß nicht wieso. Ich bin seit Wochen hier. Ich will nur nach Hause. Ich werde für Ihre Sicherheit sorgen. Ich schlage vor, Sie bleiben hier und verstecken sich. Okay, das sind also Leute, die sich versteckt haben. Politische Gefangene, finde ich auch interessant. Ich werde hier sterben, stimmt's? Nein, anscheinend, ich glaube eher nicht. So. Das soll es hier gewesen sein. Jetzt kümmern wir uns aber wirklich mal um den Joker. Denn jetzt haben wir hier, da sind wir ans Telefon rangegangen. Ich weiß noch nicht so ganz, was das hier mit dem Telefon auf sich hat. Und der nervt mich auch schon wieder. Halt die Fresse hier. Ich will nichts mehr von dir hören. So. Nimm die Kopfnuss. So, wo ist denn jetzt hier der Eingang? Hier ist der. Und rein da. Die Außenmauer ist für jeden Insassen von Arkham City absolutes Sperrgebiet. Das war ja so klar, dass ich jetzt kurz bevor ich durch die Tür gehe, hier noch eine Nachricht kriege. Sanitätsbereich. Was haben wir denn da? Wir gucken einfach mal durch. Oh, da warten schon einige Leute, wa? Die sind bewaffnet. Scheiße, kommen wir da überhaupt durch? Let's go, Batman! Au! Lass die Dame los, Batfreak! Sonst kriegen die hier alle eine Kugel ab! Ich glaube, du solltest lieber tun, was er sagt. Wäre ein Jammer, wenn Blut auf meine neuen Klamotten spritzen würde. Was meinst du, Fledermaushirn? Ist das okay? Was rede ich da? Natürlich! Natürlich ist es das! Egal. Die Sache ist die. Mr. J ist nicht in der Lage, Besuch zu empfangen. Er fühlt sich nicht so. Auch wenn er recht viel an sich rumfühlt. Aber das meinte ich nicht. Es geht ihm nicht gut und die bescheuerte Ärztin von hier konnte ihm auch nicht helfen. Ich glaube, selbst diese Penner sind klüger. Ich muss los, Jungs. Wenn er irgendwelche Spielchen versucht, tötet ihn! Sie ist auch genauso bekloppt wie aus dem ersten Teil. Es wäre Selbstmord, bewaffnete Schurken frontal anzugreifen. Ich muss verschwinden und sie leise nacheinander ausschalten. Keine Bewegung, Batman. Bleib schön da, dann ist alles okay. Was heißt denn hier okay? Sie hat uns allein gelassen. Mit Batman. Batman! Ruhe bewahren, wir haben ihn. Was will er machen? Ha, was will er machen? Ist ja nicht so, dass er dafür bekannt wäre, Fallen auszuweichen und Leuten die Fresse zu polieren. Oh, da hast du recht. Genau dafür ist er bekannt. Ich sag dir Ruhe bewahren. Ich ziel mit einer Knarre auf seinen Schädel. Was soll er schon machen? Oh, keine Ahnung. Eine Nebelgranate werfen, deine Fresse einschlagen und mich an die Decke binden? Wie soll das denn gehen? Das kann er nicht, oder? Ich dachte, du hättest hier alles unter Kontrolle. Hab ich. Ich meine, haben wir. Wir sind zu viert. Er ist allein. In der Anstalt hat er 10 Mann auf einmal umgehauen. Willst du wohl endlich das Maul halten? Okay, neuer Plan. Wir legen ihn sofort um. Was? Ja, das machen wir. Wo ist er hin? Er ist weg. Verschwunden. Ach, Scheiße. Sie wissen nicht, wo ich bin. Er schnappt uns. Gut, dabei soll es auch bleiben. Zeit, den Raum zu untersuchen und meine Taktik zu wählen. 4 Schurken, alle bewaffnet, 2 Geiseln. Das wird ein Kinderspiel. Wir müssen von hier verschwinden! Der wird uns schnappen! Batman, kannst du mich hören? Wenn du herkommst, dieser Idiot glaubt, dass er im Beichtstuhl sicher ist. Das dabei macht er es mir nur leichter, hinter ihn zu gelangen. Ich werde hier krepieren! Er hat eine Geisel. Ich konnte ungesehen auf das Gerüst über ihm gleiten und ihn von dort aus ausschalten.
Okay, wo fangen wir an? Das war das der... Achso, das sind die zwei. Da ist das Gerüst über ihm. Okay, versuchen wir das. Kannst du ihn sehen? Wo ist er? Ich weiß nicht, wo er steckt. Ich sehe ihn nicht. Der kann von überall kommen. Ruhig bleiben, Batman. Hörst du mich? Verschwinde von hier. Hau ab, sonst baller ich der Alten ein Loch in den Schädel. Ja, lass uns in Ruhe. Alles wird gut. Warten Sie hier und seien Sie still. Gut, Nummer 1 haben wir gerettet, ohne dass der den umbringt. So, jetzt müssen wir gucken. Die zwei können wir auch von hinten wahrscheinlich uns holen. Batman wird euch fertig machen. Kann's kaum erwarten. Schnauze! Schnauze! Ich bin hier, um euch... Au! Sehr schön. Haben wir die auch? Ich finde das übrigens geil, dass man jetzt auch schon zwei... Los? Antworte mir! Oh Gott, er hat dich! Verdammt, er hat dich! Bleib weg, Batman! Bleib weg! Er hat eine Geisel. Ich muss ungesehen hinter ihn gelangen. Okay. Ungesehen hinter ihn gelangen. Das müsste doch so eigentlich funktionieren, oder? Ich finde das saugeil, wenn wir, dass wenn man jetzt auch zwei Leute gleichzeitig ausschalten kann, ist es genial. Wo ist er? Was ist hier los? Alles in Ordnung. Der Raum ist gesichert. Gott sei Dank. Yo, Batman, danke für die Hilfe. Kein Problem, Jungs. So, was haben wir denn da? Retter. Was zur Hölle ist das? Der sieht ja lustig aus. Können wir da irgendwas mitmachen? Anscheinend nicht. Neue Ausrüstungsverbesserung verfügbar. Aha. Müssen wir uns gleich auch mal angucken. So, was sollen wir jetzt hier noch machen? Das wollte ich nicht. Das machen wir dann im nächsten Part. Bevor wir hier jetzt die Geiseln befragen und sowas alles, finde heraus, wo der Scharfschütze geschossen hat. Das machen wir natürlich auch, aber auch erst im nächsten Teil, denn wir gucken uns jetzt nochmal wieder zwei von den Charakteren an. Das ist jetzt mal mein Plan. So, wen haben wir denn jetzt? Bis zum Pinguin sind wir schon. Jetzt gucken wir uns mal den Hugo Strange an. Den persönlich kenne ich selber auch noch nicht so wirklich. Was haben wir denn da? Hugo Strange, Beruf Psychiater, Standort Gotham City, Augenfarbe grau, Haarfarbe grau, 1,78 Meter groß, 82 Kilogramm schwer und Detective Comics Nummer 36 im Februar 1940. Der berüchtigte Psychiater Hugo Strange behauptete aufgrund jahrelanger Studien besondere Einblicke in die Gedankenwelt von Kriminellen gewonnen zu haben. Er überzeugte Bürgermeister Sharp davon, dass Gotham Verbrecher... Was? Er überzeugte Bürgermeister Sharp davon, dass Gotham-Verbrecher und zur Selbstjustiz gegreifende Personen wie Batman nur durch das Arkham City-Projekt loswerden könnte. Gerüchten zufolge führt Strange an Insassen ohne deren Zustimmung fragwürdige Experimente durch. Aber solange keine handfesten Beweise dafür ans Tageslicht kommen, gibt sich die Bevölkerung Gothams damit zufrieden, dass er die Verbrechensrate dramatisch gesenkt hat. Strange weiß, dass Batman ihn jagen wird. Er zählt darauf. Bis zur psychischen Perfektion trainiert, brillanter Psychoanalytiker, äußerst umfangreiche Kenntnis auf dem Gebiet psychoaktiver Substanzen von Batman und Batmans geheimer Identität besessen, von Schizophrenie-Schüben geplagt. Okay, ganz gesund ist der Typ anscheinend nicht. Und hier haben wir Harley Quinn, die mir gerade eine auf die Nase gehauen haben. Fand ich übrigens süß, wie sie ankam und hauen wollte und wir haben sie dann gepatscht und sie dann lacht dann am Boden. Aua! fand ich gut. War lustig. Dr. Harley Francis Quinzel. Ich glaube Francis heißt das F. Beruf professionelle Verbrecherin, Standort Gotham City, Augenfarbe blau, Haarfarbe blond, 1,70 Meter groß, 63 Kilogramm schwer, Batman Harley Quinn Nummer 1 im Oktober 1999. Also Harley Quinn ist noch nicht ganz so alt.
sich die Psychologin Dr. Harley Quinzel, die in der Anstalt von Arkham die Aufgabe hatte, den Joker zu betreuen, war schon mal vollkommen auf ihren Patienten fixiert. Sie half ihm, aus der Gefangenschaft zu fliehen und nahm ihre kriminelle Identität Harley Quinn an. Quinn ist eine unberechenbare, gewalttätige Verbrecherin. Ihr einziger Antrieb besteht darin, Jokers Gunst zu erlangen. Aufgrund seinem bösartigen Naturells wird Quinn so nur zu einem seiner weiteren Opfer, allerdings zu einem sehr gefährlichen. Seit Jokers Titanüberdosis hat sich Harleys Geisteszustand weiter verschlechtert. Sie ist wild entschlossen, ihm wieder ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Und da haben wir zum Beispiel schon den Zusammenhang mit Arkham Asylum, denn dort hat er sich ja im Endkampf gegen Batman die Titanüberdosis reingepfiffen und daraufhin geht es ihm anscheinend nicht ganz so gut. Überraschend stark und ausdauernd, turnerische Fähigkeiten meine ich natürlich, vollkommene Verachtung für menschliches Leben. Und damit haben wir Harvey Strange und die lustige Harley Quinn kennengelernt. Im nächsten Part gibt es dann die nächsten zwei Charaktere. So, und damit soll es das auch von diesem Part gewesen sein. Ich hoffe natürlich wie immer, dass ihr bis hierhin Spaß hattet. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht hier mit Batman und wo der Schütze hergeschossen hat, dann schaltet morgen zum nächsten Part von Batman Arkham City wieder ein. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Mein Name ist Crazy Bane und ich bin für heute raus. Ciao.